Hallo, liebe Kinder. Willkommen zu den Buchstabenagenten. Wir wollen euch heute die Geschichte »Wenn kleine Monster schlafen gehen« als Hörspiel vorstellen. Das Buch haben wir beim Aufräumen in der Kinderbibliothek wiedergefunden. Nun hört gut zu. Wenn kleine Monster schlafen gehen. Nicht alle Kinder sind gleich schlau. So gibt es zum Beispiel Kinder, die nicht wissen, was ein Monster ist. Aber ich kann dir das zum Glück erzählen. Ein Monster, das ist so ein unheimliches Ungeheuer, so etwas Zottliges, mit Hörnern und Schwanz und riesigen Reißzähnen, langen Krallen. Und vielleicht kommt auch noch ein bisschen Feuer aus dem Mund. Wenn ein kleines Monster ins Bett soll, muss es sich vorher die Reißzähne mit Bonbonwasser putzen. Und jedes Mal gibt es deswegen Krach. Ich will nicht, ich hab schon Löcher in den Zähnen. Und Monstermama und Monsterpapa müssen dann immer richtig böse werden und Feuer spucken. Und dann sollen sie sich mit Matsch waschen. Und wenn du denkst, die Monsterkinder machen das von allein, dann irrst du dich. Nie. Immer versuchen sie sich zu drücken. Ich bin gar nicht sauber. Obwohl sie vor Sauberkeit glänzen. Und dann geht's ins Bett. Monstermama und Monsterpapa haben das mit Glasscherben und Nägeln ganz gemütlich gemacht. Es piekst nicht genug, sagen die Monsterkinder und meckern und wühlen herum. Und dann muss Monsterpapa nochmal kommen und mehr Nägel und Glasscherben ins Bett kippen. Bis sie endlich zufrieden sind. Jetzt fehlt nur noch die gute Nachtgeschichte. Oh, kann es nicht heute mal ohne eine Geschichte gehen? Mir tun die Ohren weh. Das kann die Monstermama natürlich nicht zulassen. Ganz gleich, wie das Monsterkind jammert. Es bekommt seine Geschichte. Bitte schön, eine richtig unheimliche über Menschen und Seife, weiche Bettdecken und gelbe Busse und Fliegeranzüge. Oh nein, denn nun stört das Licht, das noch brennt. Darf ich es nicht? Ich habe Angst, wenn es hell ist. Darf ich es nicht wenigstens ein ganz bisschen dunkel haben? Und dann kommt der Monsterpapa und macht es ein bisschen dunkler. Gute Nacht. Gute Nacht? Noch nicht. Ich möchte ein bisschen Blut trinken. Mein Hals ist ganz trocken. Blut. Zum Schluss muss die Monstermama mit einem Glas Blut kommen. Dann trinkt das Kleine einen winzigen Schluck. Gute Nacht. Fast gute Nacht. Nur noch eins. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ein Kind unter meinem Bett liegt. Da liegt doch kein Kind unter deinem Bett. Aber vielleicht doch. Gute Nacht. Und jetzt wollen wir kein dummes Gerede mehr von einem Kind unter dem Bett hören. Aber das ist nicht nur dummes Gerede, denn ab und zu liege ich wirklich da. Woher sollte ich sonst wissen, wie es in Monsterfamilien zugeht? Wenn es euch gefallen hat, dann versucht doch gemeinsam mit euren Eltern und Geschwistern eine Lieblingsgeschichte mit Geräuschen zu erzählen. Oder malt ein lustiges Monsterbild und schickt es uns.